Also, liebe Leute, hier nochmal dazu, wie Bandcamp funktioniert. Das hier ist die Seite mit dem Album. Ich scroll mal runter, dann könnt ihr es sehen. Also, es ist alles drinne. Ne? Wir haben 169 MP3-Files. Genau, mit einer Spieldauer von 65 irgendwas Stunden. Genau, wo hier so ein Zeichen ist, da kann man mal kurz reinhören. Das ist, glaube ich, ziemlich viel von ziemlich viel vom ersten Band mit drin, was man direkt hören kann. Und danach wird es ein bisschen spärlicher, denn ich möchte ja nicht, dass man hier die ganze Geschichte wegstreamen kann. Das geht nach wie vor auf YouTube, außer das Finale. Ja, genau. Also wenn ihr das Album runterladen wollt, dann klickt ihr hier auf Buy Digital Album. Wie ihr hier seht, Name Your Price. Das heißt, ihr bestimmt selbst, wie viel ihr bezahlen möchtet. Ich mache euch das jetzt mal vor. Zack. Dann kommt dieses Fenster hier, da gebt ihr dann 0 ein oder 10 oder 100. Was auch immer es euch wert ist. Und ja, wir machen mal mit 0 weiter, damit ihr auch seht, dass da keine Strings attached sind. Dann geht ihr hier auf Download to your computer. Dann werdet ihr nochmal informiert. Für 50 Cent müsst ihr das Album nicht runterladen, sondern könnt es auch über die Bandcamp App streamen. Und genau, unterstützt mich direkt, so wie es hier steht. Das ist Bandcamp eingebaut. Da kann ich nichts dafür. Aber wer streamen will, der kann das so machen. So oder so, ihr drückt dann jetzt auf Download Now. Dann sieht das so aus. Und jetzt braucht ihr ein bisschen Geduld. Hier steht dann Preparing. Also, das dauert eine Weile. Ich habe es jetzt schon mal gemacht und filme es euch jetzt nochmal mit. Ja, solange. Es gibt MP3 mit 320 Bit. Es gibt MP3 mit V0, keine Ahnung, was V0 heißt. Es gibt FLAC, es gibt AAC, es gibt OcVorbis, ALAC habe ich auch noch nie gehört. Und WAV und AIFF, genau. Könnt ihr euch hier aussuchen und dann, genau, nachdem ihr das Format ausgesucht habt, macht er dann nochmal. Also, so wie es aussieht, steht er standardmäßig auf MP3 mit 320 und jetzt habe ich hier dieses MP3 mit V0 ausgewählt. Für Hörbücher dürfte es eigentlich reichen, sage ich mal. Aber er bereitet das jetzt eben wieder vor. Genau. Und bis dahin schlürfe ich euch ins Mikrofon. Kaffee. Früher hätte ich diese Plörre niemals getrunken. Nein, ich mag Instant-Kaffee tatsächlich übrigens. Das ist eine super Sache. Na, jetzt brauche ich aber lang. Ja, genau. Jetzt müsst ihr hier nochmal auf Download gehen. Und dann nicht wundern, wie ihr hier seht, ist Bandcamp immer noch am Arbeiten. Das ist eine große Datenmenge. Das kennen die so nicht auf Bandcamp, weil ein Musikalbum ja meistens nur so eine Stunde lang ist und keine 65. Ne? Es dauert. Es dauert immer noch. Ich schlürfe nochmal. Ah, seht ihr? Und dann hier geht der ganze Spaß hier auf. Und ihr bekommt ein ZIP-Archiv. Und speichert das eben. Das mache ich jetzt nicht, denn ich habe es mir vorhin schon mal runtergeladen, aber nicht gefilmt. Ja,
Genau. So läuft das. Ich hoffe, also es ist ein einfacher Vorgang. Wichtig ist nur, dass ihr nicht ungeduldig werdet, weil das Interface so ein bisschen, naja, nicht besonders gut anzeigt, was es gerade macht. Also einmal hier steht dann Preparing und es dauert. Und hier oben arbeitet dann der Browser und es dauert. Aber dann beginnt der Download. Und wie gesagt, bei mir hat er ungefähr eine Stunde gedauert. Alles klar. Viel Spaß damit und nochmals vielen Dank.